Ruvia, nach Ruvia, nach Gestanz, Lutellum, Alvana. Löst das Geheimnis und die Rätsel aus der alten Zeit. Halte Waffen sauber und die Würfel bereit. Komm mit uns nach Ruvia, nach Ruvia. Die Helden sind schon da, alles klar. Auf der Jagd nach Sternensplittern, die vom Himmel fielen. Ohne sie werden Ehrenleute explodieren. Komm mit uns nach Ruvia, nach Ruvia. Die Reise wird gefahren, das ist klar. Doch mit dem Werwolf auf den Badeheilerin und Schädeltyp wirst du deines Schicksals eigener Schmied. Nein, sie genau, hat sich unten in den Gastraum verzogen. Und nach der langen Rast erwartet euch ein neuer Tag. Der zweite erst in Tassin und noch so viel zu tun. Ihr habt eine Rüstung bald abzuholen. Ihr habt einen umgeeichten Suchstein bei Caldanova. Die lautet, braucht noch ein paar Tage. Das sind Dinge, die auf jeden Fall sind. Und ihr habt einen... Ja, den Anfang eines Komplotts herausgefunden, dem es nun zu folgen gilt und einen entführten Gesandten zu retten. Viel zu tun. Womit fangt ihr an? Ich möchte nochmal zu dem Waffenschmied. Mhm. Da ist unser Weg ja ähnlich, weil ich die Rüstung... Du musst fragen, wie es um die Rüstung steht. Ja. Wie viele Tage neue Dinge, die ich loswerden kann. Drei waren es, oder? Drei. Ja. Oder möchtest du das Schwert behalten? Ist jetzt erst eine, ne? Ja. Richtig. So, dann hast du eine geliehene Laute. Ja, dann gehen wir zum Waffenschmied. Alles klar. Let's go. Ihr zu Hammonds Schmiede. Ich würde auf dem Weg noch am Tresen unten mir meinen Flachmann mit, wenn sie, hat die Barfrau Drecksgold, dann lasse ich mir den stärksten Schnaps geben, den sie hat. Alles klar. Den Flachmann auffüllen. Ich würde mir vielleicht so ein Brot oder sowas zum Frühstück mitnehmen und ein paar Krümel an meinen Käfer in meinem Haar verfüttern. Hat er mittlerweile einen Namen eigentlich? Wurde schon gefragt. Nee, es ist der Käfer in meinem Haar. Der Käfer in deinem Haar, das ist klar. Ich esse Pastete. Wobei, vielleicht heißt er Wolfgang, wenn ich ehrlich bin. Geh weg, Wolfgang. Ich glaube, du hast ihn letztes Mal sogar schon Wolfgang genannt. Das kann gut sein. Vielleicht verwechselst du das aber auch mit meinen diversen Kindern und meinem Hund in Crusader Kings. Stimmt, das kann auch sein. Ein anderes Universum. Meinem weiblichen Hund in Crusader Kings übrigens. Nach was schmeckt die Pastete? Erdbeeren, das ist Frühstückszeit. Kann mal süß schmecken. Das ist immer ein süßes Frühstück, das ist in Ordnung. Ja. Und was macht ihr mit Felix? Der ist ja noch verschnürt, ne? Der kann ja auf... können wir Zar sagen, dass sie mein Zimmer bewachen soll währenddessen? Ja. Dann machen wir doch das. Ja, dann kommt Zar ins Zimmer und bewacht sowohl Felix als auch das Zimmer. Und euer Hab und Gut. Und ihr wandert in Richtung Hammonds Schmiede, um dort am frühen Morgen bereits das Hämmern des Halborks zu vernehmen. Guten Morgen, sage ich auf Orkisch. Ebenso, gibt er auf Orkisch zurück. Ich hab da was gefunden gestern Abend. Ich sehe es, klein und unauffällig. Ja, du schleifst es mit dir. Weg. Kannst du damit natürlich was anfangen? Nun, ich sag mal. Ordentlich geschliffen, kann man damit bestimmt einen Berghang runterfetzen. Wollt ihr es verkaufen? Ja. Ein paar Schadnatz drin. Ja, er legt es auf den Amboss. Kämpft ja nicht mehr damit. Ich habe was Neues.
wenn ich keinen Verkäufer finde, kann ich es immerhin einschmelzen. Das ist viel Material. Ja, ich kann euch dafür 80 Gold geben. 80 Gold. Ach, und dann habe ich noch die beiden da und die beiden Dolche. Hm. Kultistendolche. 82 Gold. Das klingt fair. Ha, ja, die Dolche und wirft sie in die Schmelze. Oh. Ja, irgendwo hört man Felix aufschreien. Meine Dolche! Und ja, dann geht er rein, zahlt 80 Gold aus. Ah, Umbraländer. Hm. Ja, das Ding ist beim Feinschmied. Mit etwas Glück ist es am Mittag mit eurem Wappen versehen und abholbar. Sehr gut. Habt ihr es ja schon. Ja. Sonst noch was? Ich denke nicht. Ich habe ja mein eigenes Schwert jetzt wieder dabei. Hm, ja. Gibt es in eurer Stadt Schmiede, die speziell für Oger Waffen herstellen? Für Oger? Es gibt nicht jetzt so viele Oger hier. aber wenn... Großschmiede. Ein weniger. Mhm. Mhm. Nicht so wichtig. Also wenn, dann unten klein Escherding. Da könnte gut möglich sein, dass dort in den Kaiser- oder Nickelwerken mit den großen Stanzmaschinen auch entsprechend große Waffen gebaut werden. Nun gut. Danke für die Information. Ja, gut. Dann habt euch wohl. Ebenso, ebenso. Karok, bekommst du deine 82 Gold? Vielen Dank. Und wo zieht's euch als nächstes hin? Auf zu Caldanova. Caldanova. Was tun wir denn? Was wollt ihr denn bei Caldanova? Den Fisch kaufen. Den Stein, der Stein ist geeicht, den könnt ihr jetzt zum Beispiel abholen. Ja, ich wusste doch, irgendwas müssen wir abholen. Die Laute ist noch nicht fertig. Wir machen die große Shoppingtour. Was hat denn der Becher gekostet? Wir sind noch nicht drin. Hi. Ihr tretet natürlich in Caldanovas Wunderwerkswaren ein und ja, Caldanova ist gerade anscheinend in ihrer Werkstatt. Man hört es jedenfalls blitzen und zischen und aus dem kleinen violetten Dach, was mit mehreren kleinen Metallen wie auch steinernen Schornsteinen bedeckt ist, kommt verschiedenfarbiger Rauch. Aber als sie reinkommt, kommt sie dann irgendwann auch aus dem Nebenraum wieder raus. Ah, wiederkehrende Kundschaft ist mir die Liebste. Die Sendesteine sind umfunktioniert und damit haben wir hier jetzt den Sucher und nicht mehr den Finder. Was hat nochmal der, war das ein Becher für die, der Alkohol zum Heiltrank macht? Das habe ich schon gekauft. Das hast du schon gekauft, das haben wir schon gekauft. Okay, dann vergiss es. Ich zeig dir das aber. Ich dachte, du wolltest den Fisch haben. Der Gistanzkoi. Der erinnert mich an zu Hause, aber ich würde ihn auch ungern in Gefahr bringen. Oh, Gefahr. Naja, Gefahr ist natürlich nicht so gut. Ja, seit gestern habe ich nicht viel Neues dazu ansonsten, was ich euch anbieten kann. Ich sehe, meine Laute ist noch in guten Händen und ich arbeite an eurer. Ottos Tanz braucht seine Zeit, aber ich schaffe es wahrscheinlich entweder morgen Abend oder am Tag drauf in der Früh, euch die Laute frisch verzaubert zu übergeben. Lasst euch Zeit, soll ja gut werden, ne? Ist auf jeden Fall angedacht, dass er gut wird, der Lauterich, ja. Ansonsten blättert sie ein bisschen. Nein, nicht viel. Den Ring kennt ihr, den Ring des Ausweichschrittes, Schutzumhang, Heiltränke. Ihr habt mich ziemlich ausgekauft, tatsächlich. Ja. Und ansonsten Tünnefkram, die, ja, sie zeigt auf die kleine Ballista auf ihrem Tisch und ja, der Fisch schwimmt immer noch im Fass rum. Was kann die Ballista? Ihr werdet es nicht glauben, die schießt. Aber das ist eher so ein kleines, so,
keine wirkliche Gefahr. Ja, also da sind keine tödlichen Bolzen oder sowas drin. Augenblick. Ja, und sie rollt die Balliste vor Xeros und kurbelt so ein bisschen. Die ist tatsächlich 10 cm hoch, 20 breit und zielt auf Xeros. Ich bin nicht besonders gut drin. Und dann zieht sie hinten eine kleine Feder und lässt sie los. Und Xeros, du siehst einen wirbelnden roten Strahl auf dich zukommen. Kann ich so ultraschnell ausweichen? Ja, du darfst einen Geschicksrettungswurf machen, gerne. Also so einfach nur, um geil zu sein? Ja, natürlich. Natürlich. Dann würfen wir auf geil sein. Obwohl, nee, das war schon... Kriegt ihr eher Minus drauf. In Zimmer 3, von daher. Ja, das ist doch geil genug. Du machst einen Schritt zur Seite und den Kopf noch ein bisschen zur Seite und siehst aber da, wo sie sich treffen sollte, macht's puff, und ein kleines rotes Feuerwerk explodiert. Ach, das hier sie zieht nach und schießt nochmal und dann sieht man ein kleines grünes und ein kleines blaues. Puff. Arschleckenfeuerwerk, ich habe nur nicht getroffen. Mehr ist es nicht. Gandalf, mehr ist es nicht. Kleinkram. Also tatsächlich nichts, was unbedingt euch auf Abenteuern hilft. Meine mächtigsten Spruchrollen habe ich auch ausgegeben. Oh, habt ihr sie schon ausprobiert? Habt ihr sie übertragen, Herr Magier? Noch nie ausprobiert, aber schon übertragen, glaube ich. Oder? So, wann habt ihr das denn getan? Ich gestern Abend vom Mitbringer. Alles klar. Ja, genau, ich habe sie schon reingemacht, aber du hast sie auch noch im Inventar. Also du musst tatsächlich mal ein Stündchen Zeit nehmen, das überzutragen. Ja, das mache ich, während die anderen shoppen gehen. Da habe ich Besseres zu tun. Genau, kostet dann ein bisschen Kunden. Ja. Exakt. Okay, dann schmeiße ich das mal aus. Sonst seht ihr mich sehr, sehr, außer ihr habt Aufträge, die ich erfüllen muss, habe ich nicht besonders viel für euch. Wer bekommt den Stein übrigens? Wer steckt den Stein ein? Wer kann am besten mit Magie umgehen? Gut, dann gibt den Sanruf. Er hat ihn ja vorher auch schon gehabt. Ehren kann am besten mit Magie umgehen, aber wir werden es jetzt nicht Ehren geben. Wen können wir damit also nochmal antelefonieren? Wir können sehen, wer... Man findet das andere... ja, ich war Gergeorg fragt, das in den Raum. Also ich nehme den jetzt. Ach du... Einen der Helfer von Adelaine. Einen dieser Inquisitoren. Ach klar. Wer den anderen Stein hat. Wie gesagt, nur das war damals der Finde bei euch und jetzt ist es der Sucher und findet den anderen Stein. Kann ich ja da direkt mal... wenn ich nehme, mir eine, also kann ich da jederzeit einfach mir eine Angabe machen lassen oder ist das ein aufwendigerer Prozess? Einfache Verzauberung tatsächlich. Dann würde ich es gleich mal ausprobieren. Ja, und wenn es nicht klappt, hoch. Vielleicht kann Kalanova mir sogar helfen, das hinzukriegen. Und sie schaut und nee, du bist als Bade in der Sinn, reibst einmal drüber und du siehst diesen kleinen, sehr glatten Flussstein, der bis vor kurzem noch in deiner Mantelinnentasche verborgen war, von Nefari reingeschmuggelt, um euch eigentlich zu finden, siehst du aufleuchten und dann siehst du ein blaues Abbild dieses Steins in eine Richtung aus dem Laden raus. Ja, Kalanova, immerhin ist der andere nicht hier, das wissen wir schon mal. Okay, das heißt, es ist quasi wie so ein... Ein Questmarker. Ja, ein Questmarker, in der Tat. Aber ich weiß nicht, wie weit er weg ist oder so. Sondern das nur ist schwer Richtung. Zu sagen, man folgt ihm irgendwann. Es wird stärker und ihr merkt vielleicht auch, dass der Stein ein wenig häufiger seinen... Seid gewarnt, diejenigen, die Magie erkennen können und danach suchen, können das natürlich auch sehen. Ihr hinterlasst eine magische Spur. Zeigt er denn Luftlinie an oder den Weg, den man gehen müsste? Ziemlich Luftlinie. Navi, GPS. Okay. Also im Moment zeigt er ziemlich klar nach. Ja? Würde ich spüren, wenn ich ihn quasi, wenn ich nicht drauf gucke, aber ihn in der Tasche habe, würde ich spüren, dass er stärker ausschlägt? Ihr müsst ihn aktivieren, ihr müsst ihn benutzen. Ja, ja, aber genau. Das heißt, wir sehen, in welcher Himmelsrichtung er ist. Richtig, also, genau. Und momentan aus dem Laden raus, durch die Wand, würdet ihr sagen, er geht ein bisschen, sehr stark östlich und ein bisschen südlich, südwestlich.
Alles klar. Gut, dann, dann deaktiviere ich und stecke ihn ein. Hab Dank. Da nicht für. Dann. Gut. Haben wir alles. Das freut mich. Ich komme dann morgen Abend nochmal wieder. Ich bemühe mich, fertig zu sein. Vielen Dank. Dann sollten wir wohl jetzt mal unseren Kultisten befragen, oder nicht? Ist der eigentlich die ganze Zeit dabei gewesen jetzt? Nein, nein. Den haben wir doch abgestellt. Kennt ihr? Sag immer dich um ihn. Moment mal, nicht ihr, ne? Ja, natürlich. Ich habe nicht aufgepasst. Nein, der war im Zimmer von Mycroft festgeschnürt und auch wenn der Chat vergeblich schreibt, dass er sich versucht, die Fesseln zu lösen, nope. Und genau, die Dunkelelfe passt drauf auf. Das heißt, ihr kommt nach eurem Frühstück und Einkaufen zurück in die Gaststätte und ja, jetzt wird es ein bisschen eng im Raum. Aber gut, findet tatsächlich Saar immer noch den Bett sitzen vor. Und als ihr die Tür zu Mycrofts Zimmer öffnet, wacht Felix, der Kultist von Neruls Griff, gerade nach einem sehr betäubenden Schlag auf und blinzelt euch an. Ist das jetzt der Moment, wo ihr mich freilasst? Das dauert noch. Guck mal, ob deine Füße noch dran sind. Aha. Sei froh. Das ist der Moment, wo ihr endlich euren Nutzen unter Beweis stellt. Also noch nützlicher als letzte Nacht kann ich nicht sein. Ich habe euch ja. Okay. Mycroft. Gagaut lachend. Sehr laut und dreckig. Ich wusste gar nicht. Ein Haufen von Idioten. Ich schaue mich in die. Ich könnte nicht mal vor Gästen, ich zeige auf Saar, könnt ihr ablassen von euren albernen Unfug. Ich muss gestehen, ich habe es nicht verstanden. Ja, ist auch besser so. Entschuldigt bitte. Ja. Alfie kichert immer noch im Hintergrund, albern vor sich hin. Und niemand denkt an meine Gefühle. Ihr könnt selber an eure Gefühle denken, wenn ihr uns geholfen habt. Na, dann sagt mir, wie. Jupp, suchen wir doch immer noch. Ach ja, richtig. Jupp. Diesen stinkenden kleinen Goblin. Ich kann euch natürlich zu ihm bringen und dann habe ich es getan und dann bin ich frei. Dann schneiden wir die Beine ab. Nein, wir schneiden ihm nicht die Beine ab. Ein Bein? Nein. Irgendwas brauche ich von ihm. Nein. Ein Zahn. Ein Unterkiefer. Minimum. Ihr kriegt ein Haarbüschel. Mit Fleisch. Nein. So ein kleines Skalpieren hat noch niemanden umgebracht. Hauser. Ich brauche das für meine Experimente. Ich bringe euch selber in den Scherbenturm, wenn es so weitergeht. Und ich bin hier der wahnsinnige Kultist, oder was? Nein, und ich setze die Maske auf. Bist du nicht. Wo finden wir denn Jupp? Wenn mich nicht alles täuscht, ist er, wenn er nicht gerade eine Totenkopfmaske trägt, Händler am ewigen Markt. Die haben echte Jobs. Ich krieg Vogel. Ja, ich hatte eigentlich auch die Möglichkeit, eine Schreinerlehre anzufangen, aber es war dann doch sehr verlockend für sehr viel Geld von einer sehr reichen Elfe, einen anderen Elfen zu entführen. Und was hat es dir gebracht, ne? Nix. Nee. Was habt ihr denn gelernt? Ich war ein hoch angesehener Magier im Refugium. Die Betonung liegt auf wahr. Studienabbrecher, flüster ich. Ich weiß es nicht. Ich bin auf dem Friedhof wieder aufgewacht und seitdem grabe ich Leichen aus. Fantastischer Job. Ich gucke zu Elfi, ne? Ich bin Lehrerin. Bitte was? Warum erzählen wir jetzt alle unsere Lebensgeschichten? Warum, genau, warum stellt jetzt dieser Drecksack die Fragen? Wir versuchen jetzt zu bonden, okay? Ja, niemand hat mich das vorher gefragt von euch. Ich habe das gefragt. Du hast Alfie gesagt, du bist sowas ähnliches wie ein Arzt und Alfie geht immer noch davon aus. Ich spüre ein paar Differenzen in dieser Gruppe, wenn wir drüber reden wollen. Als Maul. Ja.
Ich möchte darüber reden. Ich schätze ihn einmal kurz ab, wie groß er ungefähr ist, und gehe dann, passt auf ihn auf, ich gehe nach unten und frage die Wirtin, ob der doch sicher ein Koch oder so, ob der irgendwelche so Straßenkleidung hat, so einfache. Hm. Weil der kann ja, doch nicht so rumlaufen. Ja, ja, ja. Sie hat, ja, sie wir könnten ihm mal ein Damenkleid anziehen. Bitte nicht, tötet mich. Obwohl. Ja. Wenn die das hat, dann würde ich. Ich lasse anschreiben. Unten ist ja Trill, die kleine Kenku, die putzt, und da bekommst du einfache Leinenklamotten oben drüber und wirfst den hin und danke, danke. Als diese Felix sagt, ich kann seine Schulter haben. Nein, auch wenn die entzündet ist, die gibt's nicht. Dann haltet eure Maske bereit und sonst benehmt euch unauffällig. Dann kommt, wir gehen zum ewigen Markt hinunter und ich stelle euch Jupp Jupp vor. Wäre jetzt der Moment, um das Ritual zu wiederholen, oder erst, wenn wir am Markt sind, weil diese 30-Minuten-Regel? Könntest jetzt das Ritual machen. Oder also während des Gesprächs sozusagen. Also würde da auch schon mit reinfallen, dass wir dann... Ja. Okay, ja. Gut, dann würde ich jetzt gerne das Ritual wiederholen. Du machst das nochmal und dasselbe Spiel, während oben die Fragen gestellt werden, sozusagen, ist Alfie dann unten im Zimmer. Und ja, was fragst du? Immer noch, ob wir Erfolg hätten, wenn wir Jupp Jupp ausliefern und versuchen, einen Handel vorzuschlagen, oder ob wir Erfolg hätten, wenn wir dem geheimen Weg folgen und eindringen und Avicenna befreien. Oder ob wir gar keinen Erfolg mit nichts hätten. Ja. Also, genau. Welche Möglichkeit ist besser, so nach dem Motto? Und in den nächsten 30 Minuten sieht das Schicksal tatsächlich und Mystras Auge und deine Augen glänzen und du würdest sagen, und Mystra rät, Jupp Jupp auszunutzen tatsächlich, um euch einen Weg in den Scherbenturm und wieder hinaus zu garantieren. Also ihn nicht auszuliefern, sondern mit ihm zu gehen. Okay. Ja. Ich teile diese Erkenntnis mit der Gruppe. Und darauf sollen wir uns jetzt verlassen, dass sie mit einer Göttin spricht? Ich sage nur, unsere Chancen stehen höher, den geheimen Weg zu nutzen und ihn nicht auszuliefern. Und ehrlich gesagt brauche ich dafür nicht unbedingt Erkenntnismagie, um darauf zu kommen, dass dieser Handel sehr riskant sein würde. Das habe ich von vornherein gesagt. So, Hauser. Mystra hat ihr Studium nicht abgebrochen und wurde von der Uni geworfen. Ich habe das Studium nie abgebrochen, nur um das mal kurz anzuwenden. Es wurde abgebrochen. Ich studiere immer noch. Zählt der Tod als Studienabbruch? Ich bin nicht sicher. Nein, ich wurde nie exmatrikuliert. Ich habe eine Frage zu Felix, während Hauser uns erklärt, wie seine Matrikulationsstatus jetzt gerade ist. Merkt man, dass das Felix da so jammert mit seiner Schulter? Bitte nochmal? Merkt man, dass das Felix mit seiner Schulter so jammert? Oder? Nein. Alles gut. Ja, Star steht auf. Ich vertraue dem Urteil der Elfe und auch der Muttergöttin. Dementsprechend bin ich an eurer Seite. Gut. Ihr solltet euch aber vielleicht etwas im Hintergrund halten, denn die Kultisten werden wahrscheinlich misstrauisch, wenn sie euch sehen. Nun, einer der Unsrigen war Teil dieser Kultisten. Ich habe also die Befürchtung, dass auch auf der Seite meines Volkes Kreaturen danach streben, Unordnung und Chaos zu säen. Wenig überraschend. Es war auch eine Halborkin dabei. Die habe ich erledigt. Was ihr nicht unter den Leuten gesehen habt, war ein Umbraländer. Und jetzt gehen wir einfach, bevor wir hier weiter streiten. Die sind zu dreckig, um erkannt zu werden. Dann lasst uns aufbrechen. Vielleicht sollte euch jemand die Beine absägen, Hauser. Ich habe es versucht, es tut weh. Er hat es wirklich versucht, hört man Mary, aber ihr habt es leider nicht.